So, wir wollen uns heute im Tempel umsehen. Mal sehen, was wir hier entdecken, außer komische Kuttenmänner. Hi. Seid ihr gut, oder? Er wird alle Qual verbannen. Selbst der Tod wird er bezwingen. Okay. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Okay. Was für ein Gesicht, Alter. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Alles klar. Anscheinend ist Beruga Russe, wenn wir in Russland sind. Willst du Berugas Segen? Niemals! Die Ungläubigen sollen aus dem Paradies weichen. Okay, was ist... Begib dich in das Hinterzimmer, ein Jünger wird dich unterweisen. What the fucking... Was zur Hölle ist hier los, Alter? Die Welt leidet unter Korruption. Beruga erlöst sie. Zusammen mit Beruga wird die Welt erwachen. Setz dich und lausche Berugas Lehre. Die Sünder werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Gelobet sei Beruga, unser Meister. Das Bild an der Wand zeigt Beruga. Beruga wartet im Labor auf dem See. Es liegt im Süden. Okay. Das Bild sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Naja, gucken wir mal, was... Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Okay. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Wer nicht? Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Richtig. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst... Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Okay. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Das wäre schön, ehrlich gesagt. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Oh mein Gott. So langsam habe ich das Gefühl, dass Beruga der Obermacker hier ist. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Okay, alles klar. Danke fürs Gespräch, Leute. Kann ich hier was trinken? Nein? Okay. Interessant, interessant. Hi. Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Ach du meine Fresse. Ist wieder so ein größenwahnsinniger Typ. Dies sind die weißen Jünger. Sie unterstützen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen und Beruga zu dienen. Oh mein Gott. Wenn ich groß bin, möchte ich auch einer der weißen Jünger werden. Okay. Sorry, Leute, ihr habt alle... Beruga wird ein... Okay. Ihr habt alle einen an der Klatsche, Alter. Geht hier? Er wird alle Qual verbannen, selbst den Tod wird er vernichten. Das wäre in der Tat sehr cool, ehrlich gesagt. Weil jeder hat Angst vor dem Tod. Der Schuppenmantel wird die Stärken Hollerö. Was haben die mit dem Hollerö die ganze Zeit? Was gibt hier? What? Schuppen bieten großen Schutz. Aller, der kostet 6600 und ist sogar schlechter wie meiner. Nein, ich möchte nicht schlafen. Ich werde mal speichern, ja. Das werde ich tun. Bam. Okay, das scheint hier ein kleines Fanatikerdorf zu sein hier. Alles gut, alles klar. Die Frage ist, muss ich denn hier irgendetwas tun? Oh yeah! It's a crystal! Meth! Okay. Ja, das Bild sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber es ist trotzdem im Gesicht. Dam, 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 dam. Gut, ich habe im letzten Part beim Vorbeifliegen eine Höhle entdeckt, irgendwo hier. Moment. Nein, ach nein, sie war auf der anderen Seite. Aha! Ah, okay. Schauen wir doch mal, was wir da drin finden, ob es sich lohnt, hier reinzugehen. Es kann auch sein, dass sie überall irgendwelche versteckten... Na, versteckten Orte sind. Ich habe keinen Plan.
Okay. Wir dürfen mal wieder Seil laufen. Yay. Bäm. Gib es hier was. Sieht nicht so aus. Ha. Huh. Na. Fark. Okay. Gib es hier unten was. Kann ich den Kristall mitnehmen? Nein. Oh, eine Kiste. Arke hält den Aura-Stab. Okay. Was kann er? Was kann er denn? Wo ist er? Hier, Aura-Stab. Stärke plus 50 verwandelt Stärke in Abwehr. Hä? Verwandelt Stärke in Abwehr. Moment. Tut er etwa meinen Stärkewert mit dem mit meinem Abwehrwert vertauschen? Ja, das wäre ja blöd, dann hätte ich zwar mehr Abwehr, aber weniger Stärke. Ha! Nein, das möchte ich nicht. Egal, wir haben ihn eingesammelt. For the lols. So, dann gucken wir doch mal, was es hier noch so Schönes gibt. In Sibiria. Okay, das sah ein bisschen verdächtig aus da unten, aber anscheinend... gibt hier gar nichts. Schade. Okay, gut. Dann können wir uns ja weiter hier mal umgucken. Also ich habe jetzt das Flugzeug von Willy Boy bekommen und ich denke, dass ich mich vielleicht mal mit diesem Beruga-Typen unterhalten sollte. Wenn machbar, ich weiß es nicht. Das muss sein Labor sein oder was auch immer. Seine Kälte, Kryo, Kammer, kein Plan. Okay. Anscheinend gibt es hier Nickes. Nickes gibt es hier. Dann gehen wir doch mal schauen. Labor, EG. Okay. Darf ich schon hier sein? Muss ich schon hier sein? Ich habe keinen Plan. Kann man das Licht anmachen hier, oder? Ha. Was ist das? Okay. Kann ich hier irgendwas tun? Ah! Arg betätigt den Schalter. Cool. Cool. Dann schauen wir doch mal. Oh mein Gott. Oh my goodness. Was seid ihr? Ich hoffe, ihr bleibt liegen. Es wäre nämlich ein bisschen uncool, wenn ich gegen euch fighten müsste. Okay, geht's auch nicht weiter. Kann ich da durchkriechen? Aha. Was ist das? Kruscht? Oh mein Gott. Gate? What the? Was Arg... Was... Ach, Stärke von Arg nimmt ab. Jetzt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So mache ich natürlich gar kein Damage mehr. Wie kann ich das heilen? Weihwasser vielleicht? Nein. Das vielleicht? Nein! Kann das gar nicht heilen, oder? Naja, gut. Wir tun jetzt erstmal ein paar Götterknollen ausrüsten. Oh mein Gott, Alter. Was zum Teufel? Ah, okay. Ich bin wieder. Okay, diese Viecher sind ein bisschen schwul, wenn ich ehrlich... What the... Oh nein! Alter, was sind denn das für Ficker, Alter? What the fuck, Alter? Okay, jetzt stelle ich mich gerade ein bisschen dumm an hier wieder. Mal wieder! Wie viel haltet ihr aus, verdammt? So verrecket er! Ja, yeah, meine Stärke ist wieder da. Wie viel Leben haben die eigentlich? Okay. Alter, ich mache 500 Damage, Alter. Was geht? Okay, erstmal
Die Götterknolle fressen hier. Weg mit dir, Alter. Okay, zwei Schläge, die sind down. Das ist gut. Yeah, sehr gut. Alter, was für Nervbratzen, ey. Yeah! Yeah! Okay. Was ist das? Arg betätigt den Schalter. Ich habe keine Ahnung, was der Schalter bewirkt hat, aber es wird schon seinen Grund gehabt haben. Uff, diese Viecher sind ziemlich anstrengend. Vielleicht muss ich jetzt auch wieder an den Anfang zurück. Kann ich hier rüber? Nein. Schade, schade. Verzeihung, ich musste gerade einen Schluck Kaffee nehmen. Kaffee. Na gut, ich habe jetzt zwei Schalter betätigt. Vielleicht habe ich das ja auch tun müssen. Moment, hier war der Lichtschalter. Ich glaube, dass der Xenospeer eine ziemlich hohe Crit-Rate hat. Weil ich mache ziemlich viele kritische Treffer. Oh, das sieht geil aus. Das ist geil animiert. Yeah! Kann ich da hoch? Nein. Hätte ja sein können. Alter, hier ist ja was los, hä? Wir sind bei Resident Evil angekommen. Was zum Teufel? Was muss ich tun? Okay. Oh mein Gott. Hier warten sie die Super Soldaten. Was zum Teufel, Alter, seid ihr für Dinger? Okay. Kann ich mit dir irgendwas anstellen, oder? Oh, okay. Ach, das sind Teleporter. Cool. Quail! Alter, was sind das für Viecher? Das muss ich mir mal genauer angucken gleich. So, jetzt machen wir erstmal den Weg hier frei. Für den Fall, dass ich es brauche gleich. Was seid ihr für Dinger? Irgendwelche Roboter? Sehen so aus wie Schweinchen oder so. Oder Elefanten, keine Ahnung. Elefantenroboter! Okay, hier kann man nicht rüber. Weg mit euch! So. Bam! Bam! Ich bin so ein bisschen Zelda gewöhnt, deswegen habe ich gedacht, da gibt's vielleicht irgendwas da drin. Na, gucken wir mal, wo uns dieses Ding hier hinführt. Alles klar. Okay. Keine Ahnung. Gut, die Viecher sind jetzt nicht so geil, ne? Bam! Wieso lebt er denn noch? Was ist hier? Betätige den Schalter. Yeah! Aua! Kusch dich, Junge. Hi! Weg mit dir, Alter. Bam, bam! Babumsen! So. Moment mal. Achso, ich bin einmal im Kreis gelaufen, sehe ich gerade. Ha! Okay. Ist natürlich die Frage, ob sich irgendwo etwas geöffnet hat. Ich habe keine Ahnung. Aha. Ha. Doch was könnte sich denn geöffnet haben, bitteschön?
Das bringt mir ja gar nichts hier. Aber absolut nichts. Was ist eigentlich mit dieser Plattform da in der Mitte? Das sieht ein bisschen suspekt aus, wenn ich ehrlich bin. Kann ich hier runterfallen? Nö. Okay. Okay, okay, okay. Dann gibt es hier wohl nichts. Fick dich, Junge. Yeah! Level up! Ich habe etwas entdeckt. Ich bin nochmal zurückgelaufen. Und hier gibt es noch eine Unterführung. Gucken, wo die mich hinbringt. Vielleicht komme ich hier weiter. Schweider! Oh, eine Kiste. Meine Kraft reicht nicht aus, um mehr zu... Alter, wenn ich wüsste, was da drin ist. Es kann ja nur eine Waffe sein oder so, aber ich will jetzt nicht aus Versehen irgendwas weghauen. Es könnte aber auch eine Rüstung sein. Also, jetzt tue ich mal diese Rüstung hier weg. Die braucht keine Sau, Alter. Ja. Die Lederweste kann auch weg. Die braucht auch keinen Schwanz mehr. Vielleicht ist es ja eine Rüstung. Ha! Seelenpanzer erhalten. Cool. Was kann der? Wo ist er? Hier. Seelenpanzer. Wehrt tödliche Flüche ab. Oh, geil. Das werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Ich weiß nicht, ob er besser ist wie der Nixenpanzer, aber who cares? So, jetzt ist die Frage, wo zur Hölle muss ich hin? Ich habe einen Schalter betätigt, da ist irgendwas aufgegangen, keine Ahnung. Beziehungsweise irgendwas ist aktiviert worden, aber ich weiß bei bestem Willen nicht, was. Boah, 614 Schaden, Alter. Wow! In your face, bitch! Okay. Aber hier unten geht's ja tatsächlich nicht weiter. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier eigentlich hin muss. Das ist wieder der Anfang. Da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Ha! Diese blöden Teleporter, ich habe keine Ahnung. Die porten mich nur irgendwie 2 Meter weiter weg. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Wo geht's denn hier jetzt nochmal? Also, hier komme ich auf der anderen Seite raus. Das bringt mir im Endeffekt nicht wirklich viel. So, dieser Teleporter hier bringt mich hier hin, aber ich habe keine Ahnung, was das hier mir bringen soll. Ich komme nicht weiter. So. Dann habe ich diesen Teleporter hier, der bringt mich nur hierhin. What? Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ich finde den Weg nicht. Kann ich da runter? Nein. Da oben war ja nur der Hauptschalter für den Computer oder was auch immer. Keine Ahnung, was es war. Oh mein Gott, that's creepy, man. That's creepy. And I don't know what to do. Nee, da war ich auch nicht hin. Oder ich muss wieder zurück in den ersten Stock und tatsächlich da irgendwas tun, aber was? Da hoch kann ich tatsächlich nicht? Ha! Huh. Ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich bin ein bisschen dumm. Ich hätte natürlich auch einfach diesen Schalter hier nochmal drücken können, dann werde ich nämlich noch weiter tiefer ins Labor fahren. Ich dachte, es gibt nur diese 2 Stockwerke. Ha! Ja, well. Yeah! Wir sind weiter. So, jetzt gucken wir mal. Alter, was ist das denn? What the? Okay. Nicht mit mir, Digga. Nicht mit mir. Komm her. Bam, 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 bam. In your face, bitch.
Es wäre blöd, wenn mich dieses Viech treffen würde, weil ich habe keinen Bock, dass die mir die ganze Zeit meine Kraft senken. Okay. Oh, hier ist ein Teleporter. Was geht hier? Okay. Kann ich hier runter? Aha, okay. Weg mit dir! Weg mit dir! Bam! So, das Ding hauen wir erstmal weg hier. Diese komischen Giga-Cubes hier. Aber ohne WLAN. Was haben wir hier? Abwehr-Elixier. Cool. Okay. Dann war das hier wohl alles. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hier ist auch noch ein Teleporter. Gucken wir mal. Jupp, jupp, jupp. Bamsen. Hi. Ich bin's. Der Peter. Ha. Ah, jetzt sind wir oben. Okay. Gehen wir mal hier rein. Zum Glück können die Viecher nichts. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Alter. Alter. Weg mit dir. Zack, zack. So. Haha, hier bin ich. Wo bist du? Hier bin ich, Digga. Yeah. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Huch, was für ein Passwort? Was geht ab? Was geht ab? Ey. Diese Maschine kontrolliert alle Systeme in Berugas Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Woher, Alter? Bloody Mary. So vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Holarö, es hat beim ersten Versuch geklappt. Doch woher weiß Fluffy solche tolle Sachen? Anschluss an die Datenbasis. Zugang zu Daten? Oh ja, Geschichte. Oh, Berugas Tag. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündete. DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Okay. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Okay, ist das vielleicht der Grund, warum die Welt so kaputt... Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Das Impfsystem gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei über 80%, doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Aha. Im EG ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und U2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im Aufbau. Alles klar, so haben wir ein bisschen was erfahren über diese Welt. Ich verstehe. Ist interessant, ich würde gern wissen, was es mit diesem Virus auf sich hat. Ob es tatsächlich daran lag, dass die Welt quasi ja ausgestorben war. Aber ich glaube, wir werden das mit Dr. Beruga persönlich klären müssen. Oder wird er sich nur als Scharlatan herausstellen? Hat er was mit der Umbrella Corp zu tun? Wir werden es herausfinden. Na, 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 na. Komm her, du Ding! Ich habe aus Versehen eine Knolle gegessen, das wollte ich gar nicht. Egal, jetzt bin ich wieder voll. Bäm. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ja. Oh, jetzt gucken wir mal. Ob wir vielleicht irgendwie weiter runterfahren müssen mit dem Aufzug. Ich habe keinen Plan. Komm her, du Fischgesicht. Hast du was? Nein, hast du nicht. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Bam. Give me your money, man. Gehen wir mal hier runter. Ach, fuck, ich kann da gar nicht runter. Ficken, Alter. Oh, fick dich, Junge. Bamsen.
Okay. Oh, ich hau die Dinger nochmal weg hier. Yeah! Level up! So, können wir noch weiter runter? Yeah! Cool. Alter, beweg dich doch, Junge. Was bleibst du hier einfach so mitten im Weg stehen, hey? What the fuck? Ach du Scheiße. Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. Ach du meine Fresse. The Boss. Okay. Zwei Peitschenschlag. What the fuck, Alter? Ach du Scheiße. Gib ihm! Ach so, okay, ich muss seine... Ah! Fuck, 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 fuck! Alter. Geh mich auf den Sack, Junge. Darf ich wieder? Ich muss seine Beine zerdeppern. Der Adler ist gelandet. Okay, Alter. Ein bisschen... Nazi-Technologie... Oh, oh. Ein bisschen Nazi-Technologie hier. Heil dich! Nachbrenner gezündet, yo. Alter, 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 ich sollte vielleicht mal aus dem Weg gehen hier. Oh, was ist jetzt? Stärke nimmt ab, fuck. Das ist schlecht. Raketenabwurf, oh mein Gott, oh mein Gott. Feuer! Ja, ich mache halt kein Damage mehr, das ist halt das Dumme. Okay, das Ding sieht schon cool aus, muss ich sagen. What the? Alter! Alter! Schlag zu! Ark ist gelähmt, yeah! Ist er down? Die letzte Attacke hat ihn zerrissen. What? Wo ist er denn? Kommt er nochmal, oder? Okay, anscheinend war's das. Ja. What the fuck, Alter? Was für ein Ding? Gut, der Kampf war jetzt nicht besonders elegant, aber who cares, man? Who cares? Was ist hier los, Alter? Ich glaube, ich bin echt bei Resident Evil angekommen, oder? Das sind die geheimen Forschungslabore der Umbrella Corp. Okay, alles gut. Hier werden Menschen gezüchtet. Oder so. Homunkuli werden hier gezündet. Gezüchtet, meine ich. Eventuell. Treffen wir jetzt vielleicht auf den sagenumwobenen Doktor Dimitri Beruga. Oh mein Gott, wie soll das? Hi. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler und Russe. Die Welt starb, ich fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir, ich will dir was zeigen. Okay. Alles klar. Kann ich da rein? Nein. Okay. Ha. Huh. Was möchte er mir denn zeigen? Doch was ist er jetzt? Ist er Freund oder ist er Feind? Hi. Hi. Doktor? Doktor? I need a doctor! Please! Mann, die Knolle essen sicherheitshalber. Bisschen auf den Boden kotzen hier. Okay. Ja, schön hast du es hier, ne? Cool. 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 Rede mit mir. Ich schuf dieses Leben. Sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombie im Nährstoffbad. Okay.
Der Zombie, er schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige Werte will sterben, nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Na ja, natürliche Auslese und so. Oh, obwohl so natürlich ist es gar nicht. Was zum... Hey, du scheinst so heiß gebadet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nahe. Kennst du die drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an die Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Alter, ich habe gar nichts getan. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Niet, mein Reich ist die Welt. Hier liegt die ganze Wahrheit des Universums. Lass uns Zeuge der Veränderung dieser Welt sein. Kann ich nicht, bin bewusstlos. Digga, du hast mich bewusstlos... Alter, was passiert jetzt? Oh, fuck. Was tut er jetzt? Das ist Neo Tokyo, oder? Da war ich schon gut. What the hell? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Fuck. Ich hoffe, das passiert nicht mit allen Städten, Alter. Sonst habe ich verkackt, Alter. Ich habe da noch ein paar Nebenaufgaben zu erledigen. Okay, er sagte, alle Unwichtigen werden sterben. In seinen Augen ist wahrscheinlich jeder Mensch unwichtig. Oh my goodness. What have you done? Kann ich aufstehen? Nein. Oh, Ältester. Ork! Du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Ja, natürlich. Deine Aufgabe ist erfüllt. Okay. Halte ein für immer. Das kann nicht richtig sein. Nun, werde ich sterben? Ich frage mich, wofür ich all die Jahre kämpfte. Erschuf ich die Welt, um sie Beruga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben, ohne zu wissen. Naja, ich denke nicht, dass ich jetzt sterben werde und dass das Spiel vorbei ist. Aber ich weiß auch nicht, was passiert. Halte durch, Ark, du darfst hier nicht sterben. Du stehst außerhalb des Ringes des Schicksals. Du kannst es ändern. Wer auch immer es gesagt hat. Diese Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Sagt wer? Halte durch, mein Freund. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Endlich, du bist wieder erwacht. Lord Kumari kam mit dir an, du warst schwer verletzt. Der Schattenstern wurde wiedergeboren, wie du sicher weißt. What? Ohne Mühe radierte er eine ganze Stadt aus. Okay. Ark, du kannst Lord Kumari nach dem Weg fragen, bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt. Okay. That was fast. Ja, blablabla. Aber ich werde an dieser Stelle einen Cut machen. Wir werden uns im nächsten Part darum kümmern. Und herausfinden, was es denn mit Beruga und whatever auf sich hat. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken, ciao.